in den Abstimmungsblock würden wir dann auch jetzt direkt eintreten. Ich habe den Gong mehrfach getätigt. Kann ich beginnen oder gibt es Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann wollen wir jetzt beginnen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 60. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Starke Kommunen. Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? AfD, Freie Demokraten, SPD, DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen. Tagesordnungspunkt. Haben Sie sich... Wer sitzt da? Herr Kahnt, tun Sie mir einen Gefallen, setzen Sie sich doch einfach hinter Frau Heitland, sonst kann ich das nicht sehen, wie Ihr Abstimmungsverhalten ist. Herr Kahnt hat sich der Stimme enthalten für das Protokoll. Dennoch ist der Tagesordnungspunkt 60 damit der Entschließungsantrag angenommen. Tagesordnungspunkt 13. Wir kommen nun zur Abstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses. Hier mache ich das hier sehr formell. Drucksache 204935 neu zu Drucksache 204214 zu Drucksache 203978. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts? Den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die AfD, die Freien Demokraten, die SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Herr Abgeordneter Kahn enthält sich der Stimme. Damit ist der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung mit dem entsprechenden Stimmenverhältnis in dritter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 11 ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes. Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt. Das ist die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die SPD und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die AfD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Ist der Abgeordnete Kahn. Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen von dem genannten Stimmenverhältnis angenommen und zum Gesetz erhoben. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 78, Beschlussempfehlung und Bericht Haushaltsausschuss, Antrag der Landesregierung, Finanzplan des Landes Hessen. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? AfD, Freie Demokraten, SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Der Kollege Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen entsprechend angenommen. Meine Damen und Herren, ich darf mitteilen, der Haushalt 2021 ist damit verabschiedet, und ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Der geht in den Ausschuss, gell? Alles klar. Bitte? Ja, ich weiß. Ja, ja. So, Tagesordnungspunkt 59 geht in den Ausschuss. Tagesordnungspunkt 99, das ist der dringliche Entschließungsantrag. SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE, erneutes Impfdesaster abstellen. Wer stimmt dem dringlichen Entschließungsantrag zu? Das ist DIE LINKE, die SPD und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? AfD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU gibt und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Damit ist der dringliche Entschließungsantrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 7 ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Tariftreue. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? SPD, DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die AfD und die Freien Demokraten und der Abgeordnete Kahnt. So, damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 8 ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Stärkung des Wettbewerbes und Abbau von Bürokratie. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das sind die Freien Demokraten. Stimmt, wer stimmt? Das sind die Freien Demokraten. Und Teile der AfD. Könnten Sie Ihr Abstimmungsverhalten klären? Also, wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Die Fraktion der Freien Demokraten und die AfD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD, DIE LINKE, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die CDU und der Kollege Kahnt. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Ein bisschen mehr Ruhe bei der Abstimmung, wenn ich bitten darf. Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung
Das ist das Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Der Abgeordnete Kahn. Stimmt jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Nein, die Maske muss in dem Fall nicht aufgesetzt werden, weil Frau Papst-Dippel ein entsprechendes Attest hat. Herr Kollege Schulz, bitte setzen Sie die Maske auch über der Nase auf. Danke schön. Aber das Gesetz ist trotzdem zum Gesetz erhoben oder der Gesetzentwurf. Bitte, wir sind in der Abstimmung. Bitte, Herr Kollege Felstehausen, jetzt also ob jetzt Masken oder andere Sachen, jetzt machen wir bitte Abstimmung. Herr Kollege Felstehausen, was möchten Sie noch mitteilen? Bitte klärt euer Abstimmungsverhalten vor der Abstimmung. Kollege Felstehausen, Sie haben trotzdem... Da haben Sie natürlich recht. Da bitte ich auch um Entschuldigung zum Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung, Gesetzentwurf. Haben wir uns in der Tat verstimmt und wir bitten, zum Protokoll zu nehmen, dass wir es nicht ablehnen, sondern dass wir uns enthalten. Okay, wir müssen keinen Hammelsprung machen, das beruhigt mich schon sehr. Deswegen, also Tagesordnungspunkt 11, Herr Kollege Felstehausen, die Fraktion DIE LINKE lehnt ab. Enthält sich der Stimme. Wunderbar, haben wir verstanden und wird auch im Protokoll dann so nachgetragen. Kollege Bellino. Ich möchte das jetzt nicht aufhalten, aber die längeren Anwesenden wissen, auf was ich jetzt anspiele. Bitte im Protokoll festzuhalten, dass wir hier kein Gedöns machen, sondern dass wir das akzeptieren. Die länger im Plenum sind, wissen, dass wir auch mal eine solche Situation hatten. Das hat Ältestenausschuss bedeutet, der Präsident wurde kritisiert. Also wir machen das nicht. Vielleicht hilft das für die Zukunft. Wer hat Gedöns gesagt? Ach so, alles in Ordnung. Nein. Bitte. Jetzt bitte Ruhe, Konzentration. Wir kriegen das noch hin. Wir haben nämlich noch viel vor uns. Also da sollten wir uns nicht viel vormachen.